Heilung eines Blinden. Heilungsgeschichten sind ja wirklich sehr komisch in der Bibel eigentlich. Also wenn wir es noch drauf haben, die komisch zu finden. Ich meine, da laufen Menschen umher in deinem Dorf, in deiner Stadt. Und es war nicht nur Jesus, sondern es war gängig. Auch andere Menschen liefen umher, andere Rabbis liefen umher und beteten füreinander, heilten, hatten die Gaben. Es gab mehrere. Auch Jesus war einer von ihnen. Aber was ist an Jesus anders? Wir werden sehen. Heilung eines Blinden. Gottes Wort in Kapitel 8 im Markus-Evangelium. Und sie kommen nach Bethsaida und sie bringen ihm einen Blinden und bitten ihn, dass er ihn anrühre. Und er fasste den Blinden bei der Hand und führte ihn aus dem Dorf hinaus. Und als er in seine Augen gespien und ihm die Hände aufgelegt hatte, fragte er ihn, siehst du etwas? Und er blickte auf und sagte, ich sehe die Menschen, ich sehe sie wie Bäume umhergehen. Dann legte er wieder die Hände auf seine Augen und er sah deutlich. Und er war wieder hergestellt und sah alles klar. Ja? Also ich denke gerade ans Fenster putzen. Da musst du auch manchmal zweimal, ne? Aber dann siehst du alles klar. Ha? Ja, wir haben unsere Methoden, Jesus anscheinend auch. Und er schickte ihn nach seinem Haus und sprach, auch nicht ins Dorf sollst du gehen. Oh. Also er schickte ihn nach sein Haus, zu seiner Family, zu seinen Verwandten, Anverwandten und sagte, da gehst du hin, aber im Dorf nicht blicken lassen. Okay, wir gehen diese drei Verse durch. Und ich lese ab, ich habe es gestern Abend geschrieben, alles von mir nirgendwo abgeguckt. Und sie kommen nach Bethsaida und sie bringen ihm einen Blinden und bitten ihn, dass er ihn anrühre. Also da kommen ein paar Leutchen mit, ne, und bringen zu Jesus. Hatte der Blinde vielleicht gar nicht vor, sich Jesus zu stellen? Oder hatte er sich nicht getraut? Es war üblich, Gebete zu erfragen, auch mit Geld damals. Da liefen extra so Typen rum mit Ketten und das waren ihre Gebetsketten und dann konntest du dem hingehen, hast denen ein Viertel, Zehntel Silberling gegeben, dann hat er für dich gebetet. Das war gängig, das war normal. Es war also üblich damals, das war irgendwann nicht mehr, also okay. Oder hatte er sich nicht getraut? Es war üblich, Gebete zu erfragen mit Geld. Vielleicht hat er sich gar nicht getraut, überhaupt Gebetserhörung zu erfragen, denn vielleicht hatte er genug, keine Gebetserhörungen. Und Vertrauensverlust gegenüber der Gemeinde hatte man auch genug. Manche kamen sogar, wenn jemand um Gebet fragte, eher dann mit der Antwort, ich erkläre dir mal, warum du nicht geheilt wirst. Also Theologie der Aufklärung, das gibt's gar nicht mehr, kannst du vergessen. Oder jemand anders sagte vielleicht sogar, du bist krank, Strafe Gottes. Lies doch mal das Alte Testament. Von den Vätern auf den Vätern, auf den Kindern auf den Kindern. Da hast du keine Lust mehr, jemanden um Gebet zu fragen, wenn du dann da so eine kleine Bibelkunde kriegst, weißt du, und der andere dir gar nicht wirklich zuhört. Vers 23. Und er fasste den Blinden bei der Hand und führte ihn aus dem Dorf hinaus. Oh, echtes Christsein findet bei mir selbst erstmal statt. Wie bin ich Sünder? Wie bin ich aus Gott geboren? Lasse ich die Beschreibung der Bibel auf mich gelten? Habe ich meine Beschreibung noch nicht gefunden? Vielleicht bist du kein Bibelleser. Bin ich gnadenerfüllt, glücklich in jeder Lage? Vielleicht ist das eine Beschreibung. Trage ich die Malzeichen Jesu als Zeuge für Gottes Evangelium auch für den Nächsten an mir? Ist das eine Beschreibung? Das kann ich erst dann wirklich gewahr werden, wenn ich mir bewusst bin, ich sag's mal mit unseren Worten, wenn ich ganz allein Christ bin vor Gott. In der Gruppe ist es leicht, das zu überhören oder überhören zu wollen. Also erstmal sei nur Christ für Gott. Ja, um es mal so einfach wie möglich auszudrücken. Deswegen nimmt Jesus ihn und sagt, erstmal raus aus der Menge. Ja?
auch raus aus diesem Veranstaltungsgottesdiensten, ne? Große Heilungsgottesdienste, große, wir dienen den Moldawiern, den Russen Gottesdienste, weg damit. Ganz klein, gestern kam eine Frau hier vorne an. Ich habe schon gedacht, gib lieber den Führerschein ab, du wirkst sehr, sehr alt. Aber gut, ihr müsst jeder für euch selbst Verantwortung übernehmen. Man kann auch mit 54 Auto fahren wie der letzte Hänger. Da muss man nicht 74 oder noch älter sein. Aber sie fragte mich, sind Sie vom Rüstzentrum? Ich sag, ja. Denk, sag mal, ja, ich bin länger, okay. Und sie hatte eine Tüte Wäsche für, ne, zum Abgeben hier vorne im Gästebereich, damit wir die weiterleiten können. Ganz alleine. Für sich erstmal Christ. Im Kleinen. Jetzt kommt was Komisches, Vers 23. Und als er in seine Augen gespien und ihm die Hände aufgelegt hatte, fragte er ihn, siehst du etwas? Ja, ich habe Gotteserfahrungen. Hatte mal eine Krankheit, von der ich geheilt wurde. Mann, habe ich gekotzt. Verreckend gekotzt und dachte, ich müsste sterben. Ich weiß noch heute, wie ich in meiner Junggesellenwohnung vor dem Bett auf dem Teppich kauerte vor Schmerzen. Später beim Arzt, bei einer Routineuntersuchung, sah er auf dem Röntgenbild, dass ich mal Tuberkulose gehabt haben muss. Ja. Ich hatte Gotteserfahrung. Aber jetzt sehe ich etwas, aber sehe ich jetzt etwas von diesem Erlösungswerk Christi? Null. Gar nichts. Ich sehe Menschen mit Hoffnung darauf, aber mit Glauben an das Erlösungswerk Christi sehe ich keinen. Nicht einen. Klar. Alle wollen in den Himmel. Und wissen für sich mit großer Gewissheit, dass sie dorthin kommen nach ihrem Tod. Sie hoffen es. Erlöst dazu sind sie nicht. Erlöst heißt doch, ich bin ganz dazu beantwortet worden. Wenn ich etwas löse, ihr kennt ja vielleicht so diesen Lösetee. Kein Mensch kauft den natürlich, vor allen Dingen nicht die Pädagogen unter uns. Aber mal so nebenbei ab und zu mal so einen löslichen Tee, mal schnell zum, ne? Wenn ich sowas löse, dann hat es sich doch verbunden mit dem, worin ich es löse. Oder? Also Wasser und dann dieses Konzentrat, gefriergetrocknete Zeug, wenn ich die beiden zusammengieße, dann weiß ich doch nachher nicht mehr, was Wasser ist und was nachher das ist. Es ist doch gelöst. Es ist doch wirklich gelöst, aufgelöst und zu einem geworden. Und dieses Erlösungswerk, als Beispiel mal, wenn ich etwas löse, dann hat es sich doch verbunden mit dem, worin ich es löse. Nein, Erlösungswerk Christi ist die Ortsgemeinde nicht. Heimerholungswerk hieß mal die Fahrt, die meine Mutter machen durfte, um sich vom Alleinerziehenden von den Kindern zu erholen. Heimverwaltungswerk passt besser auf die Gemeinde. Da verwaltet man Bibelkenntnis und Kirchengeschichte und sein eigenes Auskommen sein nicht allzu krank sein, den schönen Sommerabend mit einem Gläschen und gutem Grillgut und freut sich den Moment, dass man abgelenkt ist von den nagenden Gedanken, ob das alles wahr ist mit der Erlösung. Erlösung? Hör mir auf mit dem Wort. Das benutzen wir besser nicht mehr, machen wir übrigens auch sehr wenig. Lass uns Bekehrung sagen, Buße tun oder Vergebung lernen. Mit sowas sind wir auf der sicheren Seite, wenn wir die Bibel lesen. Als wenn wir die gefährlichen Worte aus Gott geboren, frei oder Wahrheit nehmen. Die stehen nämlich auf jeder Seite im Neuen Testament. Da wird es gefährlich, wenn wir die Worte nehmen, die in der Bibel stehen und nicht mehr christlich gemeinsam sind, sondern Christen für den einen. 23. Siehst du etwas? Fragt Jesus diesen Mann. 24. Und er blickt da auf und sagt, ich sehe die Menschen, denn ich sehe sie wie Bäume umhergehen. Der Mann gibt zu, was er sieht. Wie er sieht. Mehr als vorher. Er hatte mal gesehen oder gespürt, wie Bäume eigentlich feststehen, fest an einem Platz. Menschen gehen umher.
Ich sehe die Menschen, denn ich sehe sie wie Bäume umhergehen. Er sieht und ahnt den Unterschied. Ich sehe Menschen, ich sehe sie wie Bäume umhergehen. Er stellt Vermutungen an. Er weiß, dass Bäume nicht gehen. Aber er sieht Menschen wie einen dicken Stamm, noch nicht filigran, zart, dünn, fein, mit einzelnen Gliedmassen, Fingern, Augen, Nase oder Beinen oder Gesichtsunterschiede. Nein, ich sehe noch nicht das Erlösungswerk Christi. Ich ahne es. Ich erhoffe es mir. So in dem Stil praktisch. Vers 25, dann legt er wieder die Hände auf seine Augen, also Jesus, und jetzt pass auf, jetzt kommen wir wieder zum Fensterputzen. Und er sah deutlich und er war wieder hergestellt, zweites Wort. Und drittens, und sah alles klar. Er sah deutlich, er war wieder hergestellt und sah alles klar. Vers 26, der letzte Vers. Und ich komme zum Schluss. Und er schickte ihn nach seinem Haus und sprach, auch nicht ins Dorf sollst du gehen. Und ich sagte es schon, erstmal für sich sollte der Mann es haben. Und für sein Haus. Nicht fürs Dorf, nicht für die vielen. Erstmal nur für sich und sein Haus. Dort wird man sie treffen, die Erlösten des Herrn. Oder zumindest gemeinsam mit dem eigenen Haus sich weiter spiegeln lassen, wo man gerade wirklich selber steht. Die eigenen Familienmitglieder erkennen am schnellsten meine Schwächen. Und wenn es meine Kinder sind, nutzen sie aus zu ihrem Vorteil. Und wenn es mein Ehepartner ist, kommt es mir vor, als ob er in den Wunden pult. Aber gut so. Gut so. Denn für mich ist klar, jede Geschichte mit Jesus handelt vom Erlösungswerk Christi, ist ein Hinweis auf das eine. Jesus Christus, der Gekreuzigte, ist das Einzige, was du wissen musst.